sind jetzt hier auf dem Alexanderplatz. Es treffen sich jetzt hier die Mieterinnen und Mieterinitiativen aus der ganzen Stadt, um in einer großen Demonstration gegen den Mietenwahnsinn zu demonstrieren. Und gleichzeitig ist das der Auftakt für das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Besser gesagt sogar vergesellschaften. Und wir hoffen, dass wir sehr schnell die erste Stufe dieses Volksbegehrens nehmen, um dann in die konkrete Arbeit gehen zu können, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten. Wir erleben gerade eine interessante Dynamik in der Gesellschaft, dass es auf einmal sozusagen wieder möglich ist, die Eigentumsfrage zu stellen, aber nicht als allgemeine Phrase, sondern als ein Lösungsansatz für ganz konkrete Alltagsprobleme. Und insofern, ja, finde ich, es geht jetzt auch darum, die Eigentumsfrage zu stellen. Weil es ist völlig klar, hier findet eine Enteignung der Löhne statt. Als ich noch gelernt hatte, in den 70er Jahren hieß es maximal 30% des Lohnes für Mieten und Wohnen, alles zusammen. Heute zahlt eine Verkäuferin oder eine Erzieherin mit 1400 Euro netto schon 50-60% ihres Lohnes fürs Wohnen. Da bleibt nicht viel übrig und deswegen ist Wohnen heute die zentrale soziale Frage überhaupt. Und deswegen müssen wir verhindern, dass Wohnungen Renditeobjekte sind, sondern Wohnungen gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Und wenn das über den Markt nicht mehr funktioniert, dann ist ein Staat gezwungen, in den Markt einzugreifen. Und die Vergesellschaftung ist dazu ein Mittel, das das Grundgesetz vorsieht. Und das müssen wir dann in Anschlag bringen.